Frauenalpe neu. Unter diesem Motto luden die Stadt Murau und der Tourismusverband Murau-Kreisberg zu einem Pressegespräch. Nach der Beendigung des Skibetriebs im vergangenen Jahr möchten die Verantwortlichen der Stadt und des Tourismusverbandes die Frauenalpe als Destination für Wanderer, Tourengeher und Schneeschuhwanderer neu ausrichten. Ja, wir möchten speziell hier in Murau ein breites Angebot für den Wintertourismus etablieren. Wir haben den Kreisberg als Alpinski-Destination. Der ist in der Vergangenheit irrsinnig toll ausgebaut worden mit Kunstschneeanlagen und mit allem drumherum. Aber wir haben hier auch direkt vor den Stadttoren von Murau den Hausberg, die Frauenalpe. Und durch die Einstellung jetzt des Liftbetriebes auf der Frauenalpe hat sich hier ein Tor aufgemacht, dass man wirklich mit Tourenski und Schneewanderungen punkten können, und das wird immer mehr gefragt. Also die Studien und so weiter zeigen das, dass die Menschen wieder Bewegung machen möchten, dass sie aktiv in die Natur hinausgehen möchten, dass sie die Natur erleben möchten, und das kann man hier am Berg mit wirklich tollen Naturschnee und mit der wunderbaren Umgebung hier, mit den Wäldern, mit den verschiedenen Steigungen, ist praktisch für jeden etwas dabei, also für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene. Sanfter Tourismus, ein Weg, der sich bewährt. Ja, wir stehen eben vor der Situation, dass die Liftbetriebe eingestellt worden sind, und daher haben wir uns Alternativen überlegen müssen, und wir haben gemeinsam mit dem Tourismusverband Murau-Kreisberg und auch mit den Partnern hier auf der Frauenalpe uns dahingehend entschieden, dass wir hier ein Angebot für Tourenskigeher errichten wollen und anbieten wollen. In einem ersten Schritt haben wir jetzt einmal die entsprechende Infrastruktur hergestellt, das heißt, wir haben ein eigenes Pistengerät hier auf die Frauenalpe herauf verlagert. Damit ist auch gewährleistet, dass also nicht nur das Hinaufgehen auf den Berg, sondern auch die Abfahrt sichergestellt ist. Es gibt am Berg herum nach wie vor beste und gut funktionierende Gastronomie, und auch die Zufahrten sind gesichert, bis hin dann auch zur Versorgung für allfällige Unfälle etc. Also das alles ist bereits sichergestellt, und wir hoffen, dass der heurige Winter uns in dem, was wir uns vorgenommen haben, bestätigen wird und dass sich die Frauenalpe wirklich dahingehend entwickelt, dass das der Tourenskiberg in unserem Bezirk sein soll. Frauenalpe neu, ein neuer Schritt in die richtige Richtung.